Moin! Herzlich willkommen, neues Video. Altes Brot wie immer, bisschen am Sojahacken, aber diesmal ist es der allerletzte Durchgang, zumindest hier für die maschinelle Unkrautbekämpfung. Wir sind komplett am Häufeln. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so an der Seite erkennen könnt. Der Boden ist schön angefeuchtet und dadurch kriegen wir einen besseren Damm geworfen. Und ich ziehe den ganzen Knöterich mit. Das ist das, was da an dem Hackscher hängt. Dadurch kriege ich nochmal die Erde besser rangeworfen. Striegel lasse ich wieder oben, außer an den Keilen. Ja, und ansonsten funktioniert das hier auch ganz gut mit dem GPS. Wir haben ja jetzt wir sind jetzt das fünfte Mal drinne. Dadurch haben wir schon so kleine Fahrgassen reingefahren. Der hält sich besser in der Spur. Und dann bin ich damit auch ganz zufrieden. So, jetzt habe ich aber auch ab und zu mal Videos gesehen, wo geschrieben wird, dass das nicht unbedingt zukunftsfähig ist oder nicht zukunftsfähig sein kann, was wir hier machen. Mit dem häufigen Hacken, Striegeln und Co. Auch in Bezug auf die Erosion und auf das Bodenlebewesen. Und ja, da wollte ich jetzt einfach mal euch zeigen. Wir sind hier jetzt das fünfte Mal durchgefahren. Wenn wir jetzt hier in der Reihe gucken, das ist ja jetzt, weiß ich nicht, eine Woche her, als ich hier war, nicht mal eine Woche. Das Kraut wächst hier alles schon wieder. Ihr könnt das hier sehen, vor meiner Hacke. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das im Ökobereich anders hinkriegen, die Unkrautbekämpfung, ich bin immer offen für Neues, aber ihr könnt auch sehen, hier selbst nach dem Hacken, die Melde, die wächst schon über die Sojabohne rüber. Knöterich ziehe ich jede Menge mit raus. Und hier diese ganzen kleinen Keime, die würden jetzt alle wiederkommen. Und das hier ist jetzt gerade der Damm, den ich jetzt hier werfe. Dadurch, dass ich das ganze Kraut an den Hackscharen habe. Das sieht gut aus. Wird nur ein bisschen schwierig, das zu dreschen. Das ist ja, wir haben kein flexibles Schneidwerk, deswegen, naja. Gut, aber auch mit dem Bodenlebewesen habe ich auch schon mal in einem Vlog davor gesagt. Wir sind ja ein Hauptkartoffelbetrieb und haben alle 6 Jahre immer Kartoffeln auf den Flächen, die sich dafür anbieten. Und der Drahtwurm mag das Hacken halt auch nicht. Also sprich, dem geben wir damit auch ein mit. Wir hacken ja auch nicht alles, unsere ganzen Winterungen zum Beispiel gar nicht. Und auch lange nicht so oft wie jetzt hier bei der Sojabohne. Die hat leider auf manchen Flächen ziemlichen Krautdruck und diese ganze Melde, die wird auch noch weiter drüber hinweg wachsen. Dementsprechend bleibt uns da leider nichts anderes übrig, sonst kommen wir mit dem Krautdruck einfach nicht hinterher. Wir werden uns hier auf den ganzen Sojaflächen auch noch so ein Messerbalken-Schneidwerk leihen müssen, dass wenn die Melde noch ein bisschen höher wächst, die überwächst dann die Sojabohne, dann können wir die hier flächendeckend knapp über der Sojabohne abschneiden. Also deswegen, ich verstehe den Standpunkt, das ist auch alles so richtig, dass das ja, Bodenlebewesen nicht gerade fördert, aber wie gesagt, uns bleibt leider nichts anderes übrig. Wir dürfen keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, dadurch, dass wir den Boden dann schonen würden. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir einigermaßen unsere Flächen krautfrei kriegen. Und diese Fläche ist, ja, wie ihr das seht, immer mal wieder in den Vlogs auch sowieso ein bisschen problematischer. Kann man leider nichts anderes machen. Jetzt bald haben wir das hier auch alles fertig mit dem Sojabohnenhacken. Dadurch, dass das ja jetzt auch der letzte Hackdurchgang ist in den Sojabohnen, wird das dann hier auch bald mal endlich auf dem Kanal ein bisschen ruhiger werden, was das angeht. Boah, ich fange gleich schon wieder an zu schwitzen. Hier draußen 29 Grad. Das ist anstrengend, draußen zu laufen. Also ich bin ja auch immer offen für konstruktive Kritik. Und dementsprechend auch gerne weiter irgendwie was da zu schreiben. Und auch wenn ihr andere Vorschläge habt, was man da anders machen kann, ja, ich bin dafür offen. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Es ist nämlich 12:30 und das ist Mittagszeit bei uns. Kann ich auch schon wieder absteigen. Heute Nachmittag werde ich erstmal nicht mehr hier weitermachen. Wir haben nämlich neue Aufträge gekriegt. Fahni App, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Betriebsleiter von euch bestimmt. Wir müssen Bilder machen von unseren Kulturen, da werde ich jetzt heute Nachmittag los. Jetzt gerade zeige ich euch mal hier, wie viel Kram ich hier jetzt noch durch den fünften Hackdurchgang tatsächlich rausziehe.
So als Beispiel. Ne? Selbst der fünfte Hackdurchgang, da kriegt man immer noch ziemlich viel raus. Und ansonsten müssen wir auch momentan mit der Beregnung aufpassen. Wir haben jetzt seit letzter Woche Freitag ein Beregnungsverbot von 10 bis 19 Uhr ab 25 Grad. Das heißt, so wie gestern auch, 19 Uhr geht es erst los, die Beregnungen anmachen. Wir haben momentan jetzt am Wochenende 3 Laufen gehabt in den Kartoffeln. Gut, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Wir sehen uns dann wahrscheinlich auf dem Motorrad wieder. Bis dahin. Los geht's. Wir fahren wieder mit dem Moped eine kleine Tour. Alles, was ich dafür brauche, ist mein Handy. Das habe ich hier. Und dann wollen wir mal die Fahni-Aufträge bearbeiten. Für alle, die nicht wissen, wofür die Fahni-App da ist, da kriege ich Aufträge und dann muss ich rumfahren und Flächen fotografieren, was für eine Kultur ich darauf habe. Die können nämlich über Satelliten die meisten Kulturen abchecken, die man im Agrarantrag angegeben hat. Aber manche können sie halt nicht auseinanderhalten. Und das ist zum Beispiel einmal der Emmer und hauptsächlich Sojabohne. Das ist jetzt so das Hauptsächliche, was ich fotografieren muss. Und dann haben wir ja noch einen Ortolan. Ortolan ist dieser Spatz hier. Da haben wir ja ein paar Schutzprogramme. Da muss ich ein Gemenge fotografieren. Und ja, eine Fläche Dinkel. Also, let's go! Circa 10 Stunden, dann können wir die auch heute Abend dann machen. So, und dann sind wir bei unserer ersten Fläche. So, jetzt gehe ich hier ein bisschen in den Bestand rein und ich muss ein Foto aufnehmen von einer einzelnen Kultur und ein Foto vom gesamten Schlag. Erste Foto von der Kultur. Schöne Nahaufnahme. Und ein Foto vom Bestand. So, und das war es zum Beispiel auch schon auf dieser Fläche. Wichtig zu wissen ist auch, man kann hier nicht bescheißen. Also über das Handy ist GPS aktiviert. Ja, und die sehen quasi, dass ich hier stehe und in diese Richtung gucke. Ich kann jetzt nicht ständig irgendeine andere Pflanze fotografieren und die einfach bei einer anderen Fläche hochladen. Also das geht nicht. Gut, fahren wir weiter zur nächsten Fläche. So, hier muss ich einmal durch unseren Maisbestand durch. Die Fläche haben wir dieses Jahr nämlich geteilt. Hälfte Mais, Hälfte Soja. Ja, hier steht ja die Sojabohne leider nicht so gut. Das ist die Fläche, wo die so weit, so tief runtergekommen ist leider. So, und dann können wir auch schon weiter zur nächsten. Ich habe mir gedacht, ich mache mal die Kamera noch mal ab vom Helm und nehme mich noch einmal mit hier in den Emmerbestand. Hier könnt ihr euch jetzt mal den Emmer aus der nächsten Nähe angucken. Und dann zeige ich euch mal hier mit der Fahne. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, man erkennt das. Ich habe hier mein Feld, der sieht, ich bin genau da und gucke in die Richtung. Klick auf das Feld drauf und muss hier meine Fotos hinzufügen. Dann habe ich einmal eine Aufnahme von einer Ehrepflanze Frucht und einmal vom ganzen Bestand. So, gehen wir hier hin, machen ein schönes Bild von der Ehre. Das soll es gewesen sein. Klicken auf OK. Und dann machen wir noch vom Bestand. Da habe ich hier oben eine lilane Linie. Die muss zum Horizont, zum Bestand stehen. So, dann haben wir auch das fertig. Dann können wir jetzt hier auf Bereit klicken. Und das war es auch schon mit dieser Fläche.
Alles klar, ich glaube, ihr habt so ziemlich das Prinzip darunter verstanden. Ich nehme euch jetzt nicht mit zu allen anderen Flächen. Ich fahre jetzt noch zum restlichen Sojabohnen, noch Emma und Gemenge und Co. Und mache da auch noch schöne Fotos. Kleine Erinnerung für alle, die noch nicht abonniert haben. Jetzt ist euer Moment. Einmal schnell da unten den Button drücken. Würde mich mega freuen. Danke dafür. Ich mache jetzt heute aber erstmal die Kamera wieder aus. Mal gucken, vielleicht fange ich sie ja morgen wieder. Oh nee! Jetzt habe ich viel zu hoch geworfen, ey. Wir haben einen Tag weiter. Wir haben jetzt, was haben wir denn heute? Wir haben jetzt schon Mittwoch. Gestern habe ich gar nichts gefilmt, weil auch, ja, nur das bekannte Brot war. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich war am Sojahacken den ganzen Tag. Es hat immer mal wieder einen Schauer gegeben. Ich konnte immer mal wieder kurz abbrechen und ja, dann weitermachen. Striegel wie immer oben und heute geht's weiter. Wir werden aber diese Woche auch fertig. Das heißt, das war jetzt so, das ist der letzte Vlog, der allerletzte Vlog, wo es um Sojahacken geht. Wir sind hier viermal drinne gewesen. Die andere Fläche, die deutlich krautiger war, war nur fünfmal drinne. So, wenn ich hier Kamera mal umdrehe und wir hier reingucken, hier sieht es schon deutlich besser aus. Sojabohne ist ja teilweise kurz vorm Reinschluss. Ja, und nebenbei ist Christopher am Beregnung machen und Carsten weiter am Kupferspritzen. Ich fahre jetzt gleich nochmal zur LBRG, nämlich die Verbindungsmuffe von dem Alpenaggregat mit dem Deutz-Motor. Das war's. Ach, Mann, ey. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier hat sie übergedreht. Ganz genau das Ding ist wieder hin. Ich weiß nicht, was ich verkehrt mache. Ob ich zu langsam bin, um das Ventil aufzudrehen. Aber es hat über ein Jahr geklappt und jetzt auf einmal zweimal hintereinander. Also es war auch nicht direkt hintereinander, aber zweimal ziemlich schnell hintereinander kaputt gegangen. Und Hydraulikschlauch vom Güllefass ist nämlich auch noch wieder geplatzt. Und den kann ich dann auch gleich noch neu besorgen. Das soll es jetzt aber für mich gewesen sein hier mit dem Video. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich bin ja immer offen für konstruktive, konstruktive Kritik.